In Memoriam, William Friedkin, von 1935 bis 2023. Mit dem Tod von William Friedkin am 7. August 2023 verliert die Filmwelt einen herausragenden US-Regisseur und Oscar-Preisträger. Sein schmerzlicher Abschied hinterlässt eine Lücke, die kaum zu schließen ist. Friedkin erlangte während seines erfüllten Lebens Weltruhm, insbesondere durch sein Meisterwerk, Der Exorzist. Geboren im Jahre 1935, begann Friedkins Reise in die Welt des Films schon früh. Mit unermüdlichem Eifer und einer unvergleichlichen Vision schuf er eine Vielzahl von Filmen, die das Kino nachhaltig geprägt haben. Seine Kreativität kannte keine Grenzen, und er setzte immer wieder neue Maßstäbe für die Branche. Das Werk, das ihn unwiderruflich in die Geschichtsbücher des Films eintrug, war zweifellos Der Exorzist. Der bahnbrechende Horrorfilm aus dem Jahr 1973 faszinierte und verstörte gleichermaßen. Friedkins meisterhafte Regie und sein Gespür für Atmosphäre schufen ein Werk, das bis heute als eine der beängstigendsten und einflussreichsten Filmerfahrungen gilt. Dieser Film war nicht nur ein künstlerischer Triumph, sondern auch ein kommerzieller Erfolg und gewann letztlich den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. William Friedkin verstand es wie kein anderer, Emotionen auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Sein Gespür für Charakterentwicklung und seine Fähigkeit, die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele zu erforschen, machten seine Filme unvergesslich. Von French Connection, Brennpunkt Brooklyn, bis hin zu The Boys in the Band, beeindruckte er mit seiner Vielseitigkeit und seinem unverkennbaren Stil. Sein Erbe wird in den Werken fortbestehen, die er der Nachwelt hinterlassen hat. Seine Kunst wird weiterhin Menschen auf der ganzen Welt inspirieren und berühren. Wir werden uns an seine Leidenschaft, seine Hingabe und seine unerschütterliche Entschlossenheit erinnern. William Friedkin mag von uns gegangen sein, doch seine Filme und seine Wirkung auf die Kinogeschichte werden ewig weiterleben. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einem außergewöhnlichen Filmemacher, der uns mit seiner Kunst unvergessliche Augenblicke geschenkt hat. Möge er in Frieden ruhen.